Let's play Halo 4 mit eurer Genie. Alter, wie göttlich ist denn bitte die Musik? Ja, und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Halo 4. Oh, ohne Scheiß, Leute, von allen Halo-Teilen ist die Musik so episch. Einfach nur göttlich, ey, einfach nur göttlich. Ich könnte eigentlich nur die ganze Zeit im Startbildschirm sein und die Musik anhören, so geil wie die ist. Aber egal, wir wollen ja zocken und dann würde ich sagen, let's go. Vielen Dank für dein Vertrauen, bla bla, ja. So, wir wollen aber heute mal die Kampagne starten. Ich habe auch direkt die Kampagnen-CD reingelegt. Multiplayer zocken wir auch, aber heute nicht. Erstmal die Kampagne, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, Kampagne starten. Wir machen erstmal auf normal. Treten Sie heftigen Widerstand von entschlossenen Feinden entgegen. Geben Sie alles und Sie werden triumphieren. Empfehlung für Spieler mit Shooter-Erfahrung, okay? Heldenhaft für Halo-Veteranen. Und legendär für Halo-Experten. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal im normalen Modus, weil wir wollen es ja nicht gleich übertreiben, ne? Jo, let's go, würde ich sagen. Übrigens spiele ich dieses Spiel jetzt auch schon mit der Halo 4 Limited Edition von der Xbox 360. Falls es jemand interessiert. Ah, die Musik. So, ich bin da mal leise und viel Spaß beim Schauen. Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat? War der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel, als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand, da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten, Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Trailer. Oder Vorschau, Prolog.
Whatever. Die Grafik ist der Hammer. Also schon alleine von den 4 Jahre nach dem Ereignis auf dem Halo. Schon alleine die Grafik halt von den Figuren, von der Frau. Hammergeil. Hammergeil, hammergeil. Und ich bin gespannt, was wir jetzt machen müssen. Auf jeden Fall ist die Grafik allgemein richtig hammergeil. Da kann Medal of Honor nicht mithalten, ganz ehrlich. So schön wie Medal of Honor Grafik ist, also die kann definitiv nicht mit dem Halo mithalten. Wie meine ganze Freundesliste jetzt anfängt, Halo zu spielen, ist genial. Einer nach den anderen zockt jetzt Halo. Ist aber auch ein Kultgame. Aufwachen, Chief. Ich brauche Sie. Ja, da wird er erstmal aufgetaut. Hey, dachte, Sie waren lange nicht geschlafen. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorf. Warum weckst du mich? Moment, bringe Ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware Ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Schieß, lehnen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. 4 Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Darf ich mal so nebenbei erwähnen, dass der Controller zu der Halo 4 Edition ja mal richtig fett ist. Wow! Also es ist das Schiff. Sieht cool aus. Kann man noch irgendwas drücken? Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hoch. Wie lange war ich weg? 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Da drüben ist irgendwas. Was ist das? Sensorenscan. Hohe Intensität. Stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Okay. Solange es direkt über uns ist, müssen wir ja irgendwo hoch können. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Chief, seien Sie vorsichtig. Wow! Wenn Sie vielleicht Druck verloren haben? Stimmt. Na komm, kletter mal schneller, Opa. Schief aufpassen. Wow. Und jetzt springen?
Ja, was kann ich denn jetzt machen? Ah, okay. Mir war nicht klar, dass das Schiff schon so zerfallen ist. Ja, dann Madame, ne? Boah, cool, ich habe eine goldene Rüstung. Sehr geil. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Ah! Wow! Ich habe auch so eine falsche Taste gedrückt, Leute. Scheiße! Ich muss dann wieder reinkommen hier, ey. Es geht gar nicht. Seien Sie vorsichtig. Ich habe auf jeden Fall gerade schön die falsche Taste gedrückt. Na komm, kletter mal schneller. Ja. Mir war nicht klar, dass das Schiff schon so zerfallen ist. So. Jetzt aber. Bäm. In 4 Jahren kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht. Seien wir vorsichtig. So, und dann wollen wir mal vorsichtig hier langlaufen. Ach du meine Güte. Oh. Wow. Das Schlimme ist ja, dass es jetzt hier wieder so ist, dass halt dort, wo wir normalerweise ranzoomen haben, hat der jetzt hier die Granaten. Ja, alle tot? Habe ich hier, kann ich nicht. Wartet mal. Na, komm her, du Bob. Das war der letzte. Sehr schön. Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Oh nee, das ist eine Scheißwaffe. Ich will meine Waffe wieder haben. Wo liegt die? Na gut, okay, jetzt habe ich die 2. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier hoch erstmal das hier. Na komm, springen. Yay! So, mal schauen. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Okay. Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Oh. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Hier darf ich mal erwähnen, dass es jetzt etwas böse ist. Ich bin doch noch ein Anfänger. Erstmal nachladen hier. Komm her, du Bob. So, noch jemand hier? Hier drüben müsste, genau. Vor den Großen habe ich halt etwas Respekt, weil der Große, der macht gut Damage. Ja, erstmal in die Luft gesprengt hier. Komm her. So, tot. Erstmal nachladen hier. So. Wir müssen von diesem Chef. Wir haben größere Probleme. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Sind die Waffensysteme laut Schiffssensoren nicht weiterhin online? Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Außenhülle abfeuern.
Ah, okay, jetzt. Kann ich hier nicht raus? Okay, jetzt. So, Kontrollpunkt erreicht. Wir gehen jetzt, denke ich mal, hier drüben lang. So. Wir warten jetzt hier das Sturmding. Ja, Mann. Lass mal hier in Deckung gehen. So, wo war der andere? Tot. Die haben ihre Schilde gesenkt. Okay, falls so. Falls sie nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt machen muss hier. Gehen wir hier runter gucken. Der wird bei mir gar nicht rot angezeigt, das ist mies. Jetzt wird er rot angezeigt, lol. So. Okay, ich mal gewechselt hier. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier rein müssen. Diese Allianztruppen scheinen noch fanatischer als früher zu sein. Wow. Das war gerade mega Lack gewesen. Ey. Seit wann haut ihr Granaten, Alter? Mies. Komm her. Oh, 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 ich muss mich erstmal aufladen hier wieder. Fast tot gewesen. So. Na gut, okay. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Yay, hier ist noch wieder jede Menge. Hä? Ach hier. Ich würde sagen, irgendjemand schießt mich doch an. Na, 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 nicht so frech sein hier. Ah! So. Ja, Nadelwerfer. Oh, die habe ich geliebt. Bäm. Yay. Jetzt muss ich mal eben nachladen hier. Oh, keine Munition mal. Da fickt euch doch mal ins Knie, ey. Wo ist denn der? Hier.
Ah, so. Nun endlich mal alle tot hier. Nee, das ist doof. Ich will so einen Plasmawerfer haben. Na, nehmen wir die. Jo, das ist ganz cool. So, hier geht's nicht lang. Ne, von hier sind wir doch gekommen. Ja. Gut. So. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Na super. Hey, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Raketensteuerung finden. Ja, wo denn? Ah, ich bin gleich tot. Scheiße. Verdammt. Nur wieder, weil ich spielen musste. Schlimm. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. So, irgendwo links. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Scheiße. Nein. Wieder tot. Nein. Ach, da war jetzt ein Pfeil. Da drüben war jetzt ein Pfeil. Okay, da muss ich mal gucken. Cortana. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Da drüben. Okay, hier können wir leider nicht lang. Bisschen außen rumgehen hier. Go, Chief! Go, Chief! Wie komme ich da jetzt hoch? Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Ja, wie komme ich denn da hoch? Okay, also muss ich doch bei den ganzen Feinden vorbei. Nein, nein, nein. Da ist die Abschussstation. Ja, ja, komm, ich muss erstmal das Vieh killen. Oh, geil, will ich haben. Nein. Scheiß Scharfschütze. Abschuss eingeleitet. So, na mal gucken. Klasse, die Schutztür klemmt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Alter, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ist ja doch doof. Ma, jetzt geht er mal hier weg. So, jetzt schnell hier los. Schnell rüber rein. Einfach mal alles stehen und liegen lassen. Nein! Das war's, jetzt zurück. So, endlich.
Endlich haben wir es geschafft. Ich würde aber sagen, meine Lieben, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Halo 4. Denn wir haben jetzt schon gut ein bisschen aufgenommen und wir wollen ja nicht alles mit einmal durchzocken. Wäre ja langweilig, ne? Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.